Dame und Beine im Zug lassen. Wir starten zur großen Rundfahrt. Bitte gut festhalten. Herzlich willkommen im Legoland Express zu einer Rundfahrt durch den Park. Im Legoland gilt das Motto, lebt das Abenteuer. Und so führt uns die Reise vorbei an wilden Tieren, an den schönsten Stellen Europas, wilden Achterbahnen und vielen anderen Besuchern, die sich freuen, wenn ihr ihnen kräftig zuwinkt. Oh, was wird es denn auf einmal so dunkel? Wir fahren gerade mitten durch die Allgäuer Alpen. An dem Fuß, dass der gesamte Schloss Neuschwanstein steht. Bei uns aus über 300.000 Legosteinen. Direkt daneben könnt ihr einen Blick auf den Münchner Flughafen werfen. Sogar der A380 ist hier aus Lego nachgebaut. Von euch seht ihr das Star Wars Universum. Hier könnt ihr auf 140 Quadratmetern die bekanntesten Szenen aus allen Star Wars Filmen bewundern und Meister Yoda, Darth Vader und Obi-Wan Kenobi bei ihren Abenteuern über die Schulter schauen. Für die 2000 Modelle mussten 1,5 Millionen Lego-Steine verbaut werden. Dafür haben unsere Modelldesigner 13 Monate gebraucht. Das Kristallgebäude vom Planeten Christophsis aus der Serie The Clone Wars ist übrigens das größte Lego-Star-Wars-Gebäude. Es besteht aus 45.000 Steinen und ist mit einer Höhe von 2,50 Meter schon von Weitem zu sehen. Das kleinste Modell mit nur 30 Steinen ist Jedi-Meister Yoda. Ihr könnt ihn ja später mal suchen. Wo sind wir denn nun gelandet? Im Hamburger Hafen. Schiffe wie die Rytma Rytmas oder die Kap San Diego liegen hier vor Anker. Sage und schreibe, 25 Millionen Legosteine sind in Legoland verbaut. Verpasst nicht, euch auch das Münchner Fußballstadion Allianz Arena anzuschauen. Es ist mit über 1 Million Legosteinen das größte Lego-Gebäude der Welt. Schaut doch später einfach nochmal vorbei und findet selbst heraus, wer bei Frau Merkel zu Gast ist. Wer so viel erlebt, dem knurrt auch mal der Magen. Stärken könnt ihr euch zum Beispiel hier links im Café Einstein bei Snacks und Getränken, Kaffee und Kuchen. Und ihr habt die Gelegenheit, in den Lego-Shop zu schauen. Hier gibt's alles, was das Herz von echten Lego-Fans überschlagen lässt. Im schönen Leben zurecht küsst sich sogar ein Lego-Paar auf einer der Seemann-Bachholz. In der Kaffee-Rundfahrt links sind unsere kleinen Besucher große Kapitäne und steuern sie ganz selbstständig. Das ist wunderbar. Ja, ist auch ein kleiner Ausreißer. Selber machen wir es im ganzen Legoland. Bei uns könnt ihr alles ausprobieren und jede Menge Neues. Weltweit einmalig ist unsere neue Attraktion Flying Ninjago in Little Asia rechts von euch. Nur hier könnt ihr in die Lego Ninjago-Welt eintauchen und in 22 Meter Höhe turbulente Abenteuer auf euren Drachen erleben und beweisen, dass ihr echte Ninja seid. Mit echten Schildern, Ampeln und viel Verkehr. Kinder zwischen 7 und 13 Jahren können hier mit Hyundai ihren ersten eigenen Führerschein machen. Für die Jüngeren gibt es die Juniorfahrschule gleich nebenan.
Diese Heldenfabrik macht ihren Namen alarmierend, denn hier sind echte Helden gefragt. Wer mutig genug ist, kann sich in einem der Roboterarme durch die Luft bringen. Das Besondere, ihr wisst nie, in welche Richtung der nächste Weg euch dreht. Natürlich nur, wenn ihr für die rasanten Kurven schon mutig genug seid. Hoppla, da kommt ja schon wieder der Bahnhof in Sicht. Das ging ja wunderbar. Wir hoffen, die Fahrt hat euch gefallen. Und jetzt geht's auf eure eigene Entdeckungstour durch den Park. Wenn es euch bei uns gefallen hat und ihr wiederkommen möchtet, lohnt sich die Legoland-Jahreskarte. Dafür gibt es ein Jahr lang Spaß und Action im Legoland, so oft ihr wollt. Nach Parkschluss kann euer Legoland-Abenteuer übrigens im Feriendorf weitergehen. Dort könnt ihr auch die Nacht in Ritter, Rennfahrer, Abenteurer, Piraten und Ägyptenhäusern oder auf dem Campingplatz verbringen. Bitte bleibt noch so lange sitzen, bis der Zug im Bahnhof kommt. Hauptbahnhof, Endstation.